Nach dem Spiel der Mighty Dogs in Blau gegen den EV Regensburg in Rot feierten beide Teams. Dazu gab es, hatten sich zuvor doch beide Mannschaften einen tollen Fight geliefert. Für die Fans heute, das Spiel sensationell. Man hört es, die Regensburger Fans feiern auch noch. Gigantisch, die Fans feiern zusammen. Vor dem Spiel war ja ein bisschen Hektik drin von der Polizei aus, mit Stadionverboten. Aber wenn man jetzt hier sieht, die Fans feiern zusammen, ein absolut geiler Eishockeyabend heute. Fulminant ging es gleich los. Ex-Nationalspieler Thomas Daffner brachte die Gäste bereits nach 9 Sekunden in Führung. Der EVR war frisch, waren die Oberpfälzer doch am Freitag spielfrei gewesen. Beim ERV, trotz des schweren Freitagsspieles und der vielen Verletzten, aber keine Spur von Müdigkeit zu erkennen. Schweinfurt zunächst zwar etwas geschockt, in der 16. Minute dann aber Steffen Trolder mit dem viel umjubelten Ausgleich. Im zweiten Drittel wurde die Partie stärker vom Kampf geprägt. Marcel Juhasch nutzte einen Blackout der Regensburger Verteidigung zur Führung für die Mighty Dogs. Der Treffer in Unterzahl in der 26. Minute, es war das einzige Tor im zweiten Drittel. Im letzten Abschnitt setzte dann der Ausnahmespieler des EVR das erste Ausrufezeichen. Thomas Daffner glich mit einem trockenen, harten Schuss zum 2:2 aus. 4 Minuten später dann die erneute Führung für die Gäste. Felix Berger vollendete den Konter zur 2:3-Führung. Doch die Mighty Dogs erstickten die Hoffnungen Regensburgs auf 3 Auswärtspunkte praktisch im Keim. Nur 1,5 Minuten nach dem Führungstreffer netzte Thomas Richter zum 3:3 ein. So stand es dann auch nach 60 Spielminuten. Wenn zwei solche Mannschaften aufeinandertreffen, dann sind es Kleinigkeiten, die zum Schluss entscheiden. Und im Penaltyschüssen ist dann ein Lotteriespiel und das hat halt heute Schweinfurt gewonnen. Okay. Die Entscheidung fiel also im Penaltyschießen. Marcel Juhasch verwandelte als einziger Schütze. Die Mighty Dogs gewinnen auch das 4. Penaltyschießen in der Saison und freuen sich über 5 Punkte an diesem Wochenende.